Ich hoffe, dass ich nicht jeden Tag 4 Stunden brauche zum Angehen, aber gestern war das halt eine Ausnahme. Meine Damen und Herren, die IPA insgesamt in Österreich mit rund gut 30.000, 31.000 Mitgliedern wurde, um also an dein Zahlenspiel anzuschließen, wurde am 1. August 1959 in Graz gegründet. Und es bietet sich eine ganz wunderbare Gelegenheit. Wir haben nach meiner Kenntnis, und ich kenne die IPA-Datei ziemlich gut, den dienstältesten IPA-Funktionär, heute natürlich nur mehr Ehrenmitglied, Ehrenobmann unter uns, Karl Ulametz. Zwei, die ihn noch nicht gesehen haben und nicht kennen, der Rest wird ihn kennen. Karl war schon in der Steiermark bei der IPA, und zwar nahezu zu Begründungsbeginn, und ist der Gründervater der Landesgruppe Salzburg. Die IPA hat in dieser Zeit, nach Gründung, nach dem Krieg, hat sie eine enorme Wandlung durchgemacht. Nicht nur, dass die Mitgliederzahlen gestiegen sind, ich habe 1987 im Bundesvorstand als EDV-Referent begonnen. Da war die Zeit so, dass also jemand, der eine normale Schreibmaschine bedienen konnte, schon als EDV-Referent geeignet war. Und damals haben wir 14.000 Mitglieder gehabt, also seit 1987 hat sich die IPA doch deutlich verstärkt in Österreich, international ebenso. Aber was viel, viel wichtiger ist, die IPA hat ihren Charakter verändert. Die IPA war ursprünglich von der Idee her eine Organisation, wo Polizeibeamte über die damals wirklich hermetisch geschlossenen Grenzen hinweg Kontakt zueinander bekommen sollten und wo man so quasi auf Gegenseitigkeit auch in die Lage versetzt werden sollte, die eine oder andere Reise ins Ausland zu machen. Die Idee kam von einem englischen Sergeant, Arthur Troup, der also 1950 bereits die IPA, also 4,5 Jahre nach dem Krieg, die IPA gegründet hat. In der Zwischenzeit hat sich die IPA völlig verwandelt. Natürlich sind Kontakte und Gespräche unter Kollegen international und auf der ganzen Welt auch heute noch ein wichtiger Bestandteil. Aber es ist mindestens ebenso wichtig geworden, das soziale Engagement. Nur damit Sie sich eine Größenordnung vorstellen können, wir haben ein Budget von knapp 300.000 Euro pro Jahr und 100.000 Euro rund pro Jahr gehen in soziale Aktivitäten hinein. Das bedeutet also, dass die IPA einen guten Teil ihres Budgets in soziale Aktivitäten setzt. Sie werden sich sagen, was kann ich denn, können das für soziale Aktivitäten sein? Wir leben in einem Sozialstaat, es geht eigentlich jedem gut, wobei das die Betonung auf eigentlich liegt, es geht eigentlich jedem gut. Sie glauben nicht, meine Damen und Herren, wie schmal die Grenze zwischen einer Existenz eines österreichischen Beamten, einer Beamtin, einer guten, gesicherten Existenz und einer finanziellen oder persönlichen Notlage ist. Denken Sie sich, eine junge Familie, die ein Haus gebaut hat, Frau hat 3 Kinder, bleibt zu Hause, ist kein erfundenes Beispiel, aus dem Leben gegriffen. Der Vater, also Polizist, hat einen Dienstunfall, bekommt zwar etwas vom Staat, hat aber natürlich durch das Hausbauen haben sie Schulden, muss seinen Beruf aufgeben und muss in die Pension gehen. Also wenn der jetzt 35 Jahre ist, also ich möchte nicht, es gibt sicher jemanden im Raum, der das ausrechnen kann, was der Pension bekommt, das ist nicht wirklich viel. Da kann man, wenn die Kinder dann in das Studiumsalter kommen und so weiter, da ist man dann tatsächlich in einer ziemlich beklemmenden Situation. Wir können natürlich da keine großen Sprünge machen, aber was wir tun können, wir können sofort unbürokratisch, ohne Rückfragen helfen. Warum? Unsere Kollegen vor Ort kennen die Situation, wir bekommen einen authentischen Bericht und dann kann die Sozialkommission, wo übrigens auch der Landesgruppenobmann von Oberösterreich der langjährige Vorsitzende dieser Kommission ist, wir können sofort reagieren und können mit einer kleinen Spende, manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, sofort helfen. Und dabei geht es nicht so sehr um das Geld, sondern es geht darum, dass man den Leuten in Not zeigt, es ist jemand da, der an euch denkt. Ein weiteres Standbein, das die IPA auch in den letzten Jahren gegründet hat, das eigentlich nur Geld kostet, aber natürlich enorm wichtig ist, das ist die Fortbildung. Das Leben wird einfach immer komplizierter. Nicht? Der Dienst wird, die Leute sind im Dienst ordentlich eingespannt. Sie werden, da werden wir eh noch hören, wie arm die Leute im Dienst sind. Es wird immer hektischer. Man hat natürlich Fortbildung auf der dienstlichen Seite, aber da gibt es klarerweise zielgruppenorientierte Fortbildung. Das bedeutet, dass natürlich Leute, die der Zielgruppe nicht angehören, aber die gerne eine Fortbildung machen wollten, dass die nicht
dazukommen oder schwer dazukommen und nur Restplätze besetzen. In diese Lücke hat die IPA hineingestoßen und wir bieten also eine ganze Reihe von Seminaren an. Der geistige Vater dieser Idee, der Richard Bender, sollte auch irgendwo unter uns sein. Ah, da hinten ist er, ne? Erstens mal nehme ich dem Herrn Landeskohl Zeitrechter die Redezeit weg, nicht? Und daher werde ich jetzt langsam Schluss machen. Ich freue mich, dass ich so lange Zeit in diesem Schiff mitrudern und ein bisschen am Steuer ruckeln durfte. Der Vergleich mit dem Schiff ist wirklich elegant, denn ein großes, langes Schiff, da kann man ruhig am Steuerruder drehen, da rührt sich noch lang gar nichts. Nicht? Das dauert also immer eine gewisse Zeit, bis diese Organisation in Bewegung kommt. Aber in der Zwischenzeit glaube ich, dass wir als IPA, sowohl österreichweit als auch international, ein bisschen Ansehen gewonnen haben und ich denke und ich hoffe es, dass die IPA die nächsten 55 Jahre, die haben wir ja, die nächsten 50 Jahre ihres Bestehens sich ebenso weiterentwickelt. Vielen Dank. Herr Landespolizeidirektor, lieber Andreas, die Kapitäne der IPA haben ihr Schiff gut im Kurs und im Wind. Aber ich glaube auch du als sozusagen Fregattenkapitän von Oberösterreich hast die Polizei auf einem modernen und zielgerichteten Weg in Oberösterreich. Ja, lieber Adi, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Werner, der Vergleich mit dem Schiff fällt mir für mich und für die Polizei insgesamt auch sehr gut, weil du kannst als Kapitän davon antreiben, was du willst, wenn die Leute mitziehen, dann wirst du das auch innerhalb einer militärisch organisierten Institution nicht schaffen, wirklich was zu bewegen. Da gilt es jetzt einmal all den Polizistinnen und Polizisten, die aus Oberösterreich da sind, Danke zu sagen, dass wir eigentlich in den letzten Jahren sehr viel bewegt haben, dass wir eigentlich seit Beginn des neuen Jahrtausends maßgebliche Reformen immer so umgesetzt haben, dass sie zum Wohle der Bevölkerung, aber auch verträglich für die Kollegen gemacht worden sind. Und da muss ich wirklich sagen, wenn die Leute nicht mitgezogen hätten, dann waren wir heute nicht dort, wo wir sind. Wir sind nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt. Wir haben natürlich auch budgetäre Zwänge, Notlagen, ich habe gar nicht gewusst, was uns hier aushilft bei den Ausbildungen dort, wo wir nicht mehr ausreichen, ich kann euch versichern, wir helfen euch auch dort und da aus, zum Beispiel mit der Polizeimusik. Das soll er weitergehen. Diese Symbiose aus Motivation der Leute und aus zielstrebigen Vorangehen, ich sage jetzt nicht des Landespolizeidirektors, der ist doch gar nicht wichtig, sondern vor allem der Ressortleitung, wie es bei uns ist, hat uns über die letzten Jahre dorthin gebracht, wo viele andere Ressorts beispielsweise nicht sind, wo man halt sagt, da geht schon seit Jahren nichts weiter, bei uns tut sich was, es geht was weiter und wir können immer maßgeblich mitbestimmen, was passiert. Wir sind eingebunden und versuchen auch unsere Leute entsprechend einzubinden. In diesem Miteinander passieren gute Dinge. Wir vergessen auch nicht auf nahestehende Vereine. Wir haben auch einen Sportverein, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben die IPA. Wir haben einen, wer es noch nicht weiß, einen Museumsverein in Oberösterreich, wenn Sie das Gendarmerie-Museum anschauen will, auch einen Ausflug wert. Das heißt, wir gehen schon über die Grenzen der Behörde quasi hinaus und versuchen ganz eng miteinander zu kooperieren, wie du gesagt hast, durch Freundschaft, durch ein Miteinander, durch Kameradschaft lässt sich einiges bewegen. In dem Sinne freue ich mich, dass ihr heute in Oberösterreich seid. Ich will natürlich jetzt dem Herrn Landeshauptmann nicht vorgreifen, das ist sein Oberösterreich, nicht meins, aber das polizeiliche Oberösterreich freut sich, dass ihr da seid. Danke, Herr Landeshauptmann. Schön ist gegangen. Er hat angeschnitten die Musik, die Busse, die wir zur Verfügung haben. Und ab und zu habe ich mir so eine Minute oder was vom Dienst abgezwackt und habe organisiert. Vielen herzlichen Dank, Andreas. Herr Präsident, vielen herzlichen Dank, dass wir in Oberösterreich den Kongress ausrichten dürfen. Ich glaube, er wird schön werden, aber wenn er einen Präsidentenwechsel vor sich hat, aber gehört auch irgendwann dazu. Danke vielmals, Werner.
Quelle, sich wieder hinzusetzen, weil es gibt mir wieder was zu essen, weil wenn du klatscht, kommt sie hinten in Freiburg besser vor. Danke. Die Landesgruppe Oberösterreich wünscht dir alles Gute zu deinem 70er. Vielen herzlichen Dank für deine Mithilfe. Sensationell gewesen. Und ja, 3 Jahre hast du unterschrieben, gell? Ich weiß, er isst ganz gerne. Und ich weiß, zum Verdauen tut er auch ganz gerne. Das ist ein ausgezeichneter Schlucker. Dankeschön. So, jetzt ist aber Schluss. Weiter geht's jetzt mit der Hauptspeise. Und dazu darf ich der Familie Schulz vom Ipper Verlag ein herzliches Dankeschön sagen. Der Wein, der serviert wird, ist von Ihnen. Dankeschön. Danke gleichfalls. Führt euch. Salzburger. Führt euch. Salzburg, ja, führt euch. Ja. Behüt euch Gott. Alle miteinander. Alle miteinander. Führt euch. Weißt du, wieso dass dich Gott behüten soll? Alle miteinander. Weißt du das? Sag mal's. Weil ich nicht immer bei dir sein kann. Wie weit warst du da? Thank you.
dabei. Danke. Grüß Gott dir. Grüß euch. Hallo, Salz.